das kommt ja vollkommen überraschend. Warum trifft mich das immer so unvorbereitet? Ja, Alfred! Das kriege ich nicht nochmal hin. Auch nicht schlecht. Jubel! Alzen, hohe Herrschaften an der Stätte, die ihr dort vorne die Bänke freigelassen habt, setzt euch wieder. Kommt herbei, denn nunmehr werdet ihr Zeuge eines unglaublichen Ereignisses, das so noch nie gegeben hat. Herrschaften, zunächst, bevor ich euch erkläre, um was es sich handle, spendet einen Jubel für den Recken, der im Mittelpunkt steht. Ritter Sebastian von Thüringen zu Ebernburg. Dieser stolze Recke, und er ist wahrlich ein Stolzer, schaut seinen Körperwuchs an. Allein durch diesen Wuchse würde ich nicht zum Ritter taugen und muss den Heroldsberuf wählen. Aber dieser stolze Recke ganz anders, groß gewachsen und ein Bild von Mann. Was sagt ihr da dazu? Na ja. Na kommt schon. Es sind ja auch gar keine Damen da, das muss ich ja gar nicht zu Herzen nehmen. Es sind ja nur zwei oder drei. Aber die drei, kommt. Was sagt ihr dazu? Als denn diese Recke werde sich nunmehr ent- und ankleiden, nur für euch, um zu sehen und zu erklären, welche Kleidungsstück ein Ritter wohl getragen habe. Ritter Sebastian, das Wort gehöre euch. Hallo, zunächst einmal bräuchten wir die Rüstung. Diese liegt noch in der Rüstungstruhe da um die Ecke, deswegen bräuchte ich erstmal zwei oder drei Männer, die das Ding hierher tragen. Zwei starke Recken, dort ist schon hier. Einer. Jubel! Jubel! Und dort ist noch Daniel, auf! Andrea! Bleibt dabei, auf, die Rüstungskiste! Ich passe auf den Rüstungshund auf. Keine Angst, der kommt gleich wieder. Ja, das Brötchen kannst du essen. Heb ihn mal hoch. Herrschaften, schauet, dort herbeigeschleppt von starken Händen. In dieser Kiste befinde sich all das, was nunmehr gleich am Leibe des Ritters enden werde. Und ihr seht, zwei große Männer haben stark zu schleppen. Danke dir. Jubel! Wir bringen doch die Axt mit. Wohlan, sagen uns, Ritter Sebastian, womit beginne wohl die Ankleide eines Rentners? Schützenswerte Eigenschaften. Erstens, es schützt vor Schlägen jeder Art. Es schützt nur vor leichten Stichen und es hält sehr warm. Das werde ich als erstes anziehen. Braucht ihr Hilfe beim Ankleiden? Ich packe erstmal die Kiste aus. So sei es. Haltet vielleicht beim Auskleiden? Ich denke, der Recke wird Hilfe benötigen. Vielleicht beim Auskleiden? Das kriege ich dann ganz alleine. Das habe ich letztes Jahr gesehen, wie das gemacht wurde. Glaubt mir, ihr wollt das nicht nochmal sehen. Vielleicht aber tun. Es gibt Lederpolster für die Beine, für die Knie. Oh. Darüber zwei Hosenbeine. Und dann beginnen wir mit einem Kettenhemd. Dieses hier. Habe jemand von euch schon einmal ein Kettenhemd getragen am eigenen Leibe? Nein. Ich hätte hier eine leichte Variante, wer das jetzt nochmal anziehen möchte oder anheben möchte, bevor es dann an mir verschwindet. Lasst es einmal herumgehen. Hebe es an. Die Dame mit zwei, die Herren mit einem Finger. Du sollst auf deinen Rücken schonen. Oh.
Läufer, das wie nennt ihr es? Tee-Hemd. Oder ähnlich. Nachdem ich quasi Gambeson, die Schützer für die Knie, die Kettenbeinlinge und das Kettenhemd angelegt habe, fangen wir unten an, das mit Platten zu verstärken. Das dann einmal die schönen Schuhe. Seht euch die Schuhe an, Herrschaft, und wisset diese Weisheit. Lasst euch von keinem Gerüsteten in den Allerwertesten treten. Metallschutz für die Schienenbeine. Die Kiste war schwer, oder? Schutz für Knie und Oberschenkel. Ein rechter Arm mit Schulterschutz und Panzerhandschuh. Ein ganzer linker Arm mit Schulterschutz. Mit Glück auch ein Handschuh. Deutlich günstiger in der Ausrüstung fuhr damals der Rittersmann, der nur einen Arm auf der rechten Seite hatte. Hinzu kommt das Brustteil, das Rückenteil. Der Bauchschutz mit den Beintaschen. Herrschaft, in den magischen Dingen ein wenig bewandert, muss ich doch meiner Verwunderung Ausdruck verleihen. Denn wie all das aus dieser Kiste kommt, mag ich gar nicht glauben. Und da ist noch mehr drin. Und Herrschaften, all das, was müsst ihr euch mal vorstellen, im eigenen Schädelinneren vergegenwärtigen. Das wäre die Kleiderbürste dafür. Und ach, Zahnbürste. Die Haarbürste. Zahnbürste, oder? Klobürste. Dieser Mann hat das alles hier hochgeschleppt. Moment, in dieser Moment. Kiste. Und für wen? Für euch. Spendet ihm einmal einen Jubel. In dieser Kiste befindet sich symbolisch noch ein Helm. Der passt zur Darstellung, aber nicht mehr in dieses Zeitalter. Der kommt aus einem früheren Jahrhundert. Der mit dem schönen Aufbau passt leider in die Kiste nicht mehr rein. Deswegen dient der hier nur als Gewichtsersatz. Danke. Die Kiste ist jetzt nämlich leer. Die Kiste wäre sonst zu leicht für ihn. Herrschaften, wollt ihr wissen, oder ich sage es anders, schon zu verkaufen? Kriegt er gar nichts mit? Die Schnallen, also seht, Herrschaften, von vorne, und das ist Ausdruck der Philosophie des Kampfes eines solchen Recken. Von vorne ist er gleich undurchdringbar. Und ich falle gleich von vorne von der Bühne. Von vorne undurchdringbar, aber hinten seht ihr, dorten deutlich weniger Metall. Dort werden die Schnallen geschlossen. Der Gegner kommt ja nicht von hinten, sondern von vorne. Wer von hinten kommt, der kommt eh in die Hölle. Das gilt heute auch noch, ihr wisst Bescheid. Nochmal, um deine Erinnerung aufzufrischen, das ist eine Reiterrüstung. Hinten ist das Pferd. Genau, er reitet nämlich nicht oben, sondern hinten. Die Knie mit dem Oberschenkelschutz. Kommt einfach herauf. Lasst euch gefragt, ich zeige, wie lauten eure Namen. Thomas und Bertram, die beiden Knappen am heutigen Tage einberufen in die königliche Armee, auf dass sie in die Schlacht. Er rüstet sich ja nicht umsonst. Er geht gleich in den Kampf. Beide Lanze und Standarte für ihn halten. Sagt am besten nochmal tschüss Thomas, tschüss Bertram. Tschüss Thomas! Jubel! Jubel! Lasst euch am besten einweisen von unserem Rechnen. So, da sich diese Kleidung nicht irgendwie alleine am Körper hält, muss man die vorher an irgendwelchen Riemen befestigen, die man dann im Bauch oder um die Schultern macht. Ganz wichtig ist die Vorbereitung, weil wenn das hinterher nicht so richtig sitzt, dann ist das ziemlich blöd.
Dieser um den Bauch getragene Gürtel hält später alles, was ab der Hüfte abwärts sitzt, an diesen beiden Riemen. Alles? Alles. Auch das, was ihr nicht seht. Und was ihr gar nicht wissen wollt. Auch ihr nicht. Ihr Kleinen dort, habt ihr nicht immer schon Interesse gehabt, in der Armee, in Diensten eines großen Herrn, an der Seite eines solchen stolzen Ritters zu kämpfen? Wollt ihr mal schauen, wie schwer so eine Rüstung ist? Kommt mal her. Versucht das mal festzuhalten. Er schafft es, Jubel! Jubel! Sehr gut. Wollt ihr auch? Komm her. Wenn das langweilig war, dann fang es in der Luft. Super, ihr habt es geschafft. Super. Gut gemacht. Wer möchte, kann gerne. Aber lasst euch gesagt sein, vom kurzen Anfassen sind meine Pfoten schwarz, als hätte ich sie nicht gewaschen seit 1125. Das stimmt zwar, aber diese schwarze Kopf. Dankeschön. Ich möchte mir den vorher auch nochmal rumgehen lassen, wenn er nicht ganz so stinkt. Herrschaften, ein kleines Stück, das von selber stehen bleibt. Jedenfalls fast. Getragen beim ersten Kreuzzuge vor Jahresläufen, die erblicket haben nur die Ältesten unter euch. Geschlagen von Klingen krumm und gerade und durchlöchert und wieder zusammengenäht. Der Recke, der ihn trug, lebt noch immer. Schaut mal an und riecht mal rein. Ja. Nee, das braucht kein Mensch, ne? Dankeschön. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Es werde angehalten, der Gambeser. Gefüttert mit Rosshaar von jungen Mähren. Habt ihr ihn denn schon in voller Pracht gesehen, bevor er das Ding zumacht? Nein. Lasst doch mal sehen. Ihr Damen, jubelt! Jetzt aber, wenn ich jetzt an angezogen ist, kannst du schon mal hinschlagen. Ist das euer Ernst? Ja. Herrschaften! Auf solch Gelegenheit habe ich gewartet. Das glaube ich. Er führte geradeaus, dass dieser Gambeser, und ich muss euch dazu sagen, eine kurze Vorgeschichte. Schaut dieses Hemd aus eisernen Ringen. Das Hemd ist flexibel und schmiege sich um den Körper. Aber was es nicht tut, ist, es mindert nicht die Wucht des Schlages. Wohl kann eine Klinge nicht mehr schneiden und nicht mehr stechen. Denn das wird aufgehalten. Aber ein ordentlicher Hieb bricht unter diesem Ding noch immer die Knochen. Und deshalb trägt er einen gepolsterten Wams, den Gambeson, unter. Und deshalb trägt er einen gepolsterten Wams unter seiner metallenen Rüstung, die Wucht der Schläge mindern soll. Und er forderte mich gerade dazu auf, dies zu demonstrieren mit einem Schlag, mit diesem Knüppel. Als denn? Ja, da wo der Gambeson schon angezogen ist. Lassen uns einen Schlag führen. Herrschaften, ein Schlag auf einem adligen Rittersmann höchstbietend zu versteigern. Wir beginnen bei 10 Goldtransparenten. Na, ich
Ich höre keine Stimmen. Wir haben die Versteigerung aufgrund von persönlichen Unpässlichkeiten auf einen nicht näher bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vertagt. Als denn, Herrschaften, wir werden nunmehr diesen Schlag ausführen und kurze Regiebesprechung. Wolle Pulle oder so? Herrschaften, halte den Atem an! Bei drei! Nein, halte den Atem nicht an, ihr müsst laut zählen. Bei drei erfolgt der Schlag. Zählen gemeinsam lauthals! Eins, zwei, drei, drei! Ja, du musst schon schlagen. Okay. Und nochmal! Eins, zwei, drei! Jetzt noch ein bisschen besser. Der will das wirklich wissen. Als denn! Eins, zwei, drei! Es geht mehr, aber ich habe Angst um euren Rücken und um die Schadensersatzforderung, die ich nie im Leben bezahlen kann. Dann ziehen wir erst ein Stück mehr an und machen dann nochmal weiter. So sei es. Dann, wert Auditorium, gehöre dieser Knappe hier zu einer Dame, einer Frube an der Stelle. Ist er alleine angereist? Ihr dort? Habt ihr eine Laterna Magica? Macht ein paar Bilder für die Erinnerung. Oder lasst mich wissen, habt ihr irgendwann in letzter erinnerlicher Vergangenheit schon mal so geschuftet wie jetzt? Dann habe ich mir gedacht. Erster. Ja, das wäre wohl einen Jubel wert! Jubel! Wie war das? Ritter Sebastian lädt den besten Knapp nachher in die Taverne ein. Wenn er die Schlacht überlebt. Wenn er die Schlacht überlebt. Das ist wieder fies, ne? Der schützt sich von Tom und wir müssen so. Ganz im Ernst, wir haben gerade einen Punkt, ganz spontan. Er sagte, Knappe Berthold, das ist ja mal wieder eine ganz angenehme Geschichte. Der Ritter schützte sich, aber die Knappen haben nichts und müssen in die Schlacht. So ähnlich war es wirklich, ganz ungeschützt waren sie wirklich nicht. Aber sie hatten keine eigene Bewaffnung. Sie mussten nur dafür sorgen, dass er seine nicht verliert und ihn mit seinem Leben schützen. Ich sage ja, ihr solltet euch wirklich noch mal verabschieden, bevor es gleich losgeht. Also nicht abreißen. Also fest, ja. Aus eurer Perspektive gesprochen, keine 1000 Jahre alt, aber sie sind dennoch echt. Du kriegst verloren, bist du angeschmolzen. Jetzt so bleiben für ein, zwei Stunden. Herrschaften, ich präsentiere voller Stolz ein Metallmann. Aber ja, erneut die Probe mit dem Stock. Wir schlagen bei drei. Zählt mit. Eins, zwei. Ich wollte ihn überraschen, hat ihn aber nicht beeindruckt. Nochmal. Eins, zwei. Und, habt ihr was gespürt? Ja, schon schlagen. Ich geb's auf. Wir beginnen mit den Füßen und schützen wir einen nach dem anderen. Scheiße, die Lücke hoch. Diese Füße haben einen Schnellspannverschluss, der sich löst, wenn man da mit dem Fußboden hängen bleibt. Der Außenseite ein Niet und ein Loch.
der Innenseite zwei Nieten und zwei Löcher. Und schließe daher daraus, dass das der rechte Schuh ist, weil der innen zwei Löcher hat. Passiert nichts.